Gut. Der Osmane kommt nach Europa. Also wenn wir alle mitgemacht hätten, dann hätte Österreich wahrscheinlich gewonnen. Ja, aber ich wurde gar nicht eingeladen. Ja, was ein bisschen komisch ist. Nö, ja, ich bin nicht mit Österreich verbündet. Warte mal kurz, ich will mal gucken, wie wir den Film überhaupt kriegen. Ja, das ist gar nicht so wild. Ja, ich nehme den Osten da, den ich schon angefangen habe zu besetzen. Ja, genau, den Osten. Den kannst du haben. Die anderen beiden nehme ich. Und natürlich das Stück Bahamia, das an meine Grenze angrenzt. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. Kann man diesen Nebel auch komplett abschalten? Das nervt schon so ein bisschen im Multiplayer-Spielen. Weiß nicht. Hätte ich mal gucken sollen. Das Problem ist halt, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hinlaufen muss. Wo du alle Felder siehst, sehe ich die halt nicht. Das ist halt. Ich sehe alle, ja. Ich halt nicht, das ist das Problem. Einen Moment, es geht gleich los. Ja, Moment, ich muss erst mal gucken. Wollte ich jetzt noch Wieder irgendwas neu, machen? neues Zeug. Ach, Litauen hat schon kapituliert, oder wie? Okay. Ja, Brandenburg ist ja auch noch dabei. Das ist ja, puh. Puh, schwierig. Schwierig alles. Und los. Es geht los, nein. Ja. Maschinen die auch dahin, ja, machen die. Nö. Die campen ja, da jetzt. jetzt. Bam. Ja, ich würde sagen, wir drücken die Bahamanis, Bahamanis schnellstmöglich raus. Ja, die kann ja keiner gebrauchen. Da hinten. Nee, ich meine nicht die Bengalen. Ich meine die Also. Bahamanis. Sobald ich hier eine Provinz haben kann, können wir sie rausschmeißen. Ach so, das ist auch noch eine Probe. Ein Staat, also ich verstehe. Ja, das ist das eine Feld, das da angrenzt, das ich gerade belagere. Aber die haben ja wieder eine Stufe 8 Festung. Anders als der Finjof, der hat nur eine Stufe 2 Festung. Oh, Junge. Ah, fuck. Kommst Ach, du da komm unten schon. klar? Sieht nicht so aus. Ey, schon wieder asynchron. Was sind das jetzt? Wieder. Ist nicht mehr Shit. synchron? Ja, brauchst du jetzt nicht speichern, läuft hier gerade scheiße. Okay, weiß nicht. Ja, was denn das jetzt? Vielleicht beende ich das Spiel mal ganz. Und starte es einfach mal komplett neu. Oder ich lasse auf 1 laufen, zur Sicherheit, wenn hier Krieg ist. Ja, aber was ist denn das? Wo kommt das her? Am Anfang lief doch alles so wunderbar und jetzt kriege ich ständig den Scheiß. Tja. Ich starte es nochmal neu. Keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich nichts bringen, aber 1.31.6 spielen wir schon, oder? Ja. Ja, das käme hier gar nicht rein, ich Idiot. 1.31.6.0. Dann starten wir den Scheiß mal kurz neu. Kann ja mal meine Firewall ausschalten. Ist das war falsch? Lad mal einen älteren Spielstand. Was ist denn der älteste Spielstand, den du noch hast? Lass uns nochmal von vorne anfangen. Nee, den gibt's Polen wieder. Darf Polen wieder Ja. mitspielen? Will ja auch keiner. Dorn, darfst du mich nochmal einladen? So. Ja, ich habe erstmal die Firewall ausgeschaltet jetzt.
So. Passwort. Vielleicht muss ich das Passwort falsch schreiben, vielleicht geht's ja dann. Hm. Finio, hol dir doch mal schneller das Internet. Nee, es kostet 5 Euro mehr. Nein. Am Tag wahrscheinlich. Spielen wir den gleichen Krieg nochmal. Jo. Ich spiele schon mit klar 99%. Ach, jetzt. Gestellt. Suche nach Horst. Horst gefunden. Ich bin angekommen. Wo bin ich denn? So, Moment. Einen Moment bitte. Okay, ich bin bereit. Glaube ich. Ich auch gleich. Ja. Aber ich mach jetzt auf 1, ne? Oh Gott. Zur Sicherheit, ja. Können wir nach dem Krieg wieder erhöhen, aber erstmal machen wir es so. Okay, ich hab's dann. Was? Ich wundere mich gerade, wie sich so ein verdammter Hose Armee-Limit hat. Auf einen Schlag. Alles ganz ruhig. Neuspanien. Soll ich vielleicht mal den Krieg erklären? Neuspanien, Krieg erklären. Ich glaube, ja, habe ich Kriegsgründe. Ich glaube, das wäre ein hartes Stück Brot für dich, die zu erobern. Ich weiß nicht, ich habe gar keine Diplomaten, um nachzugucken. Ja, oh, das habe ich schon besetzt. Ich wundere mich schon, wieso wird denn die Stadt nicht belagert? Ich kümmere mich erstmal um die Barmanis da unten. Damit wir die mal loswerden. Stören da so ein bisschen sehr. Mhm. Uff. So kommen die alles runter zu mir, was soll denn das? Uff. Weil der Finger wieder nichts macht, glaube ich. Ne?
Ja, weil ich im Norden bin. Die haben Angst. Aha. Gehen sie zum Süden. Ja, da wo du bist. Mhm. Ich habe ja, kein Problem damit, separaten Frieden zu schließen. So, Neuspanien-Krieg erklären. Mal gucken. Ah ja, 740.000. Also Spanien kommt auch mit. Ist nicht so gut. Na toll, Russland erobert sich jetzt Litauen. Dran bei Russen, verdammt, das wollte ich mir schnell holen. Scheiße. Keine Sorge, es wird nur eine militärische Sonderoperation. Ruhig. Ja, ich komme runter, ich versuche dir da ein bisschen zu helfen. Was könnte man denn noch einnehmen hier? So, Venedig? Aber das ist dann wieder im Reich, ne? Ne, Moment, das ist nicht im Reich. Ach, guck mal, na schau. Ja, Litauen hört dann wohl auf zu existieren. Schade. Hätte ich gerne erobert, die eine Provinz. Auch so ohne Verbündete und alles. Dann wir Russen, verdammt. Ja, Rest liegt wieder im Reich, da kommt wieder Österreich mit. Uff, eins ist echt anstrengend. Ja. Na, ich habe immerhin Rom erobert, ne? Man muss ja auch mal das Positive sehen. Der Papst existiert nicht mehr, sei ruhig. Spanisch-Kanada, okay. Oh, die haben auch noch wieder Provinz eine Festung, wirklich. In Florida. Oh, wow. Okay. Und eine Fette überall, natürlich, weil nur Stufe 8 Festungen sind gute Festungen. Ne? Oh, Scheiße. Was tust du? Gar nicht gesehen. Was tust du? Ja, ich glaube, ich verliere gleich einen Krieg. Also in der Schlacht. Dass du schon von Krieg redest jetzt, das beunruhigt mich ein bisschen. Österreich, mir das schafft. Das schaffen die nicht. Wissen die das auch, dass sie das nicht schaffen? Naja. Alter, was ist das von Bayern? Naja, dann ist das halt dieses Bayern. Was ist denn mit Bayern? Wie lang gezogen das nach Norden geht? Ja, schon länger.
Ja, den könnte ich. Nee, moin, das hat noch mal größer geworden irgendwann. Nein, jetzt ist eine Reichsstadt. Österreich würde mit eintreten. Ja, Österreich ist doch eh schon beschäftigt. Aber nicht beschäftigt genug. Die würden aktuell mitkämpfen. Oh, ich hab's geschafft. Was? Muss okay, das war. Sein. Das war sehr. Das muss ja sehr lucky gewesen sein. Sah gar nicht so aus. Okay. Muss ein Bug sein. Ja. Glaube ich auch. Alter, die stehen alle hier unten, ne? Machst du auch irgendwas, oder? Natürlich mache ich was, siehst du so. Ich sehe, dass alle die Truppen hier unten stehen. Soll ich mir was machen, schon mal gut stellen, so. Oh, ich bin asynchron. No. Alter. Was ist denn das jetzt? Okay, speichern. Aber es lief schon besser. Ja, ich habe hier unten 60, 70. Ja. Nee, Moment, das sind ja 50, 80. 110. Ah, das sind nochmal 30.000. 140.000 Truppen stehen, ja. Gut, also auf einstellen bringt auch nichts. Ja, also wenn das jetzt so bleibt, auch keine Ahnung. Ein bisschen länger. Ja, aber das ist doch scheiße, so zu spielen. Was machen wir, wenn das jetzt so bleibt? Ich hab nur eine Mutmaßung. Das kann sein, dass so viele Einheiten rumlaufen, so zu einem späten Spielstart, dass das dauernd da eine Verzögerung mit dem Host passiert. Und ja, warum das ein Synchro auslöst. Warum nur bei mir? Ich hatte auch jetzt die Synchro-Meldung. Ach, du hörst sie auch? Sagt nichts und schiebt alles auf mich, verstehst du? Kannst du auch nicht ausdenken. Einigen wir uns doch, dass Delfine schuld ist. Ich will einfach beim Joghurt mit. Dann lade mich mal wieder ein. Ich kann ja auch mal einen anderen hosten. Nee, das geht nicht. Da muss man ja DLCs aktivieren und deaktivieren. Du hast den nicht. Ach so, stimmt. Beschuldige nicht meinen besten Freund, ich beschuldige Delfinio. Wie sagt er, mein EU4? Was? Er hat jetzt irgendwie EU4 bei mir beendet. Funktioniert. Alles funktioniert hier. Hier sind Profis am Werk. Bitte treten Sie zurück. Machen Sie diesen Krieg nicht zu Hause nach. Brauchst du noch eine Einladung? Ja, komm schon. Ihr findet dich doch immer, oder? Der Koop-Modus ist nicht aktiviert. Ich hätte einfach weiter Pornos gucken sollen. Ich meine, hart arbeiten. Kurz vor den Kriege, so. Ist schön, wie bei ihm gar keine Truppen stehen. Scheinbar. Lass uns doch mal neu starten. Ihr wollt noch eh eine neue Runde. Wie sieht's denn da aus? Ja, warte nur ab, bis unsere abläuft. Dann
keine Angst anstehen. Ja, so wie es heute läuft, kann das nicht mehr lange dauern. Jetzt mal schauen, also wenn wir natürlich dauernd Dissynchro hintereinander haben, dann zwickt uns vielleicht das Spiel jetzt so. Ja, du kannst ja nicht weiterspielen, wenn du irgendwie 2 Monate spielst und dann neu laden darfst alles, das ist ja, kommst du also nicht. Ja. Ich denke mal, wenn der Krieg vorbei ist, ist es wieder besser. Ja, super, wie lange dauert denn der Krieg, wenn du... Ah, oh, der ist gleich voll fertig. Möchte ja, wenn ihr was mit Kriegen Dissynchro verursacht, uns eher der österreichisch-osmanische Krieg. Ja, soll es. Wie wird Rumpen da hin und her geschoben werden von den Kriegs? Ja, aber den kriegst du ja nicht gelöst, also ich meine...